Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute befindet ihr euch am Freitag, dem 10. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 763 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Kiho 360, Samsung Pay, Suchmaschinen und iPhone. Ich beginne gleich mit Kiho, wenn ich das richtig ausspreche, ist eine Firma, die mit Daten von einer App beliefert wird, und zwar einer, die auf Samsung Devices vorinstalliert ist. Die App nennt sich Device Care und die lässt sich nicht deinstallieren. Ein Nutzer, der auf Reddit das Ganze veröffentlicht hat, hat herausgefunden, dass die App Daten übermittelt, und zwar nach China. Und das ist ja was Böses. Zumindest, im breiten Feld da draußen. Und ja, was genau das darüber fließt, konnte er nicht rausfinden. Samsung sagt, dass das alles weniger schlimm ist. Das sind generische Informationen, die zur Optimierung des Speichers benötigt werden. Denn der Dienstleister hat sich dafür spezialisiert, die Speicherkapazität von Smartphones zu optimieren. Ja, jetzt wird spannend, wie das weitergeht, ob da wirklich andere Daten mitfließen oder nicht, was da noch alles rauskommt. Wir werden's sehen. Weiter geht's mit Samsung, und zwar mit Samsung Pay. Denn wer bis jetzt über Samsung Pay bezahlt hat, der hat eingewilligt, dass Samsung die Daten mit anderen Partnern, mit sogenannten Samsung Pay Partnern, teilen darf. Das kann man mittlerweile umgehen. Zumindest wenn man in den Staaten wohnt, bekommt man die Option von Opt-out, dass man quasi die Daten nicht verkaufen lassen kann. Finde ich eine gute Geschichte. Grund des Ganzen ist quasi das kalifornische DSVGO, oder wie das Zeug sagen wieder heißt. Genau. Denn den haben wir zu verdanken. Hoffen wir, dass das auch bei uns irgendwann ankommen wird. Google hat sich im letzten Jahr keine Freunde gemacht, als sie mitgeteilt haben, wie sie die Suchmaschine weiterhin behandeln müssen, nachdem sie Milliardenstrafe zahlen durfte an die EU und den zukünftigen Nutzern ab, ich glaube, März diesen Jahres oder war es Februar dieses Jahres, die Wahl bieten muss, der Suchmaschine ihre Wahl zu wählen. Ähnlich wie damals Windows unter Windows 10 mit dem Browser ging das ja auch Google an den Kragen, oder wird es Google an den Kragen gehen. Google hat es einfach so umgedreht, dass sie die Plätze, das sind deren 4, die angezeigt werden, einfach versteigern. Derjenige, der am meisten bietet, steht zu oberst, und das bleibt dann für 3-4 Monate so, und dann werden die Karten neu gemischt, respektive die Plätze wieder neu verkauft. Interessanterweise, wenn man sich die Liste anschaut, von Österreich bis hin zu United Kingdom, ist vor allem DuckDuckGo, die anscheinend aktuell tief in die Tasche greifen, um da vorne mit dabei zu sein. Und zu guter Letzt, gestern vor 13 Jahren, unglaublich wie lange ist es schon her, hat Steve Jobs das erste iPhone präsentiert, die Zukunft vom sehr, sehr vielem, was für heute uns umgibt. Das waren es die Neuigkeiten zum heutigen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Bugipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.